Mein Stern blinkt. Okay. Es ist nur auf dem Display der Kamera. Das sehen die Leute da draußen gar nicht. Ja. Dann habe ich mich ja jetzt lächerlich gemacht und Leute denken, ich bin verrückt. Das ist wieder ein wunderschönes Intro. Wir fangen schon an. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Die Sims 4. Sims 4. Not a Vampire. Ja, definitiv. Ja, ist doch niemand. Definitiv nicht. Hier ist keiner ein Vampir. Ich meine, das ist übernatürlich. Sowas existiert gar nicht. Das letzte Mal habt ihr abgestimmt, ob Honeyball tatsächlich richtig muskulös bleiben soll oder sie ein Moppel sein soll, wie sie es vorher war. Und Nee. Ich heiße Outcome. Ich nicht Franz. Du bist Franz. Outcome war, dass Honeyball fliehen soll. Richtig? Habe ich das jetzt richtig vermengt? Er hat schon lange nicht mehr geschlafen. Das, oh. das war. Sag ich. Oh, das war nur was? Alexi Bexi. Entschuldigung. Das kann einem schon mal sehr große Angst einjagen. Ja. Doch, ein bisschen. Also, ja, mach jetzt. Videos. Wir wollen Dinge tun. Also, erstens mal, die Umfrage hat ergeben, Franz soll fett werden. Ich meinte, moppeliger werden Moppel wieder. Franz. Also, Moppel Franz. Das bedeutet Straßenkuchen. 88%. 88% haben gesagt Moppel Franz. Ja. Bin ich auch schwer für. Davon gilt schwer für wegen schwer und Moppel Franz. Und, und ihr wolltet, dass Bibi auf jeden Fall flieht. Das waren irgendwie so über 70%, die das gesagt haben. Und dann gab es diese Story, für die ihr euch entschieden habt, dass, naja... Unsere Bubu meinte ich natürlich. Ich habe. Oh nein, habe ich einen anderen Namen gesagt. Wir können jetzt hier cutten und nochmal neu einsteigen. Ihr habt dafür gestimmt, dass Bubu fliehen soll. Ich glaube, es war so über 70%. Ja, genau. So. Und Bubu soll sich in der Tür geirrt haben und gedacht haben, da ist halt die Prank-Challenge. Und hat gesagt, ich bin hier wegen der Aufgabe, dass ich die Blutbank im Keller sein soll. Hat er nicht gesagt, wegen der Prank-Sache, die sie unterschrieben hat. Und die Vampire im Haushalt dachten sich, geil. Geil. Ja, das gut, ist, das bitte, haben einen Keller, kannst da rein, ist kein Thema. Ja. Dumm gelaufen für Bubu. Irgendwann wird Bubu realisieren, oh, das ist ja gar nicht so toll hier. Und dann... Bitte sprich sie mit dieser Stimme. Ja? Ja, ja. Bitte, wirklich, bitte. Wo bin ich hier gelandet? Oh. Und ich mache immer ihre Lache. Nein, das kannst du nicht annähern, so grausam, wie ich mir das bei einer Bubu vorstellen könnte. Aber du hast die Zähne dafür. Honey Bubu Bob, du der Honey Bubu Bob. Honey Bubu Bob, du der Honey Bubu Bob. Was wir jetzt machen, werden neben Just Dance, wir werden noch einen Vampir den Haushalt hinzufügen, deswegen sind wir hier gerade im Erstellungsmodus und wir haben uns gedacht, Le Floyd passt halt perfekt als Vampir. Vampire. Le Floyd is the master of vampires. Ja. Wir haben uns schon ganz viele Bilder auf dem anderen Monitor zugelegt. Also das ist eins. So... Nein, da ist noch eins. Drei. Da auch. Aber das hier hat so mit den Augenringen den krassesten Effekt. Wie ich morgens, wenn ich gut schlafen habe. Oh. Okay, ein neuer Vampir muss geboren werden. Ja, komplett neu. Also komplett neu. Lassen wir so und nennen ihn... Mustachio. Mustachio. Der wohnt einfach zufällig auch. Der war der. Wer trägt denn türkisfarbene Hosen? Oh mein Gott! Zu diesen Schuhen vor allen Dingen. Als wären türkisfarbene Hosen nicht schlimm genug. Ja, aber der Schnurrbart macht's wieder sexy. Nein. Doch. Nein. Doch. In keiner Welt. Der Tausendzähne. Warte, sprich nochmal. How do you? You're the baby. Wunderschön. Wolverine ja, in Fett und in den 70ern hängen geblieben. Hängen geblieben trifft's aus. Nein. Irgendwas, was wenigstens schon in die Richtung. Das ist nicht schön, was Sims uns da. Was ist das denn? Wow, was zur Hölle? Das ist halt, der sieht aus wie einer von One Piece.
Irgendwie, weißt du? Ja, wie so ein One-Piece-Charakter. Ja, ne? Bisschen wie ein One-Piece-Charakter. Kleiner Kopf, Riesenkörper, oben Körper. Und lange, mehr oder weniger dünne Beine. Ey, so sein. Never skip leg day. Ja, aber es hat was von einem One-Piece-Charakter. Okay, gut. Ja. So, was ist, haben die mit das da vorne dran sollen? Was ist das denn? Oh mein Gott. Viele Hipster. Oh mein Gott. Spiel. Das ist Never Skip Hat Day. Das ist halt echt stark. Die Zähne dazu, ey, bitte nochmal. Ich hatte mal so einen Kumpel. Echt? Ich hatte mal so einen Kumpel, aber der war viel, viel kleiner. Du hast einen kleinen Kopf. Und der hatte, genau, der hatte im Verhältnis zu seinem Körper und der hat auch so viel gegessen. Der war richtig dick. Und der hatte so einen kleinen Kopf und das ist so, wenn du den auf Fotos gesehen hast, hast du gedacht, der ist ein cooler Dude. Und dann kam der vorbei und das war wie so ein Lego-Männchen-Kopf auf einem normalen Körper. Aber solche Proportionen können passieren, ja? Ja. Wenn das Gesicht sehr rund ist, vor allen Dingen, dann wirkt es halt schnell so. Ey, irgendwas einigermaßen, nein, das ist... Ich passe gleich komplett aus. Was ist das? Nein. Daraus machen wir jetzt einfach irgendwas. Okay. Du nimmst natürlich den Dude mit dem meisten Details. Du hättest nicht den riesengroßen Dude mit dem kleinen Kopf nehmen können. Du nimmst ihn mit Brille, Schnauzbart, Tattoo, Augen, Handring, Ketten, Ring. Ist doch schon wieder alles weg. Stimmt. So problematisch ist das. Ich habe halt immer das Problem, dass als ich die Sims gebaut habe. Habe ich 100 Jahre gebraucht für sowas. Dr. Freud. Ich würde sagen, wir nennen ihn einfach Dr. Freud, weil erstens mal können die den, glaube ich, sehr gut gebrauchen in der Gruppe. Du könntest ihn auch Dr. Freudenstein nennen oder sowas. Nee, das ist ja langweilig. Das ist langweilig. Ja, das wäre ja dann wieder zu vampirmäßig. Aber Dr. Freud ist viel, viel besser. So, weiter geht's. Zack, der sich Fresh Friends nennt. Ja, Honeyball. Vollkornhonig, Honigball. Cookie. So. Alles klar, okay. Was will ein LeFloid? Ein LeFloid ist ein kreativer Dude, der will Bestseller-Autor oder was ist so ähnlich wie Regisseur halt einfach, weil sowas gibt's halt nicht. Der will sich ausdrücken. Es gibt keinen fucking Regisseur? Ich glaube nicht mal, dass du es als Berufszweig haben kannst, nein. Ich find's halt albern, dass es so wenig Berufe gibt, wo die Sims halt eh nur weggehen, weggeblendet sind und dann wiederkommen. Aber es gibt Mods. Es gibt unfassbar viele Mods, die neue Berufe reinbringen. Wenigstens das haben sie einigermaßen. Das Spiel kann man modden. Ja, aber übelst brutal. Immerhin das. Was ging ja vorher? Doch, immer schon. Sims 2 war das modfreundlichste Spiel überhaupt. Das hat so viel CC. Also das, was wir drin immer als CC bezeichnen, immer als Custom Content. Natürlich. Ja. Das heißt ja nicht Crowd Control oder sowas. Das ist ja... In der Modding-Branche ist CC echt immer Custom-Content. Und das, wenn du dir anguckst, was es zu Sims 3 alles gibt, da gibt es ganze Gameplay-Mods, die sind umfangreich wie Gameplay-Packs. Ja, auch, es gibt einen Get-to-School-Mod. Da gehen die Kinder dann wirklich in die Schule und kannst sie steuern in der Schule. Oh, wie spannend. Ja, endlich nach Hause. Es ist 15 Uhr. Ich hatte die letzten 4 Stunden nur Mathe-Physik-Leistungskurs kombiniert. Ich musste quasi physikalische Formeln errechnen, währenddessen ich ein Quadrat gemalt habe. Endlich Zeit für Schule mit die Sims. Oh Junge. Aber das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie die LKW-Fahrer, die nach Hause kommen. Erstmal Euro Truck Simulator 2 spielen. Ja, ist so. Oh, da ist schon wieder so ein Schrammo. Was soll denn das? Der hat mich gerammt. Der hat bestimmt gecheatet. Das ist ein Feature. Ich will jetzt abdriften. Geek. Und ich würde sagen, LeFloid ist definitiv ehrgeizig. Ja. Das ist ein hundertprozentig ehrgeiziger Mensch und der ist definitiv gut. Er mag keine Kinder. Er mag wirklich keine Kinder? Ist wie Löwenzahn. Weißt du? Er mag einfach keine Kinder. Das stimmt halt gar nicht, weil Löwenzahn mochte Kinder nur nicht mit Kindern zusammenarbeiten. Ich weiß, aber bis jemand das Gegenteil behauptet, ist LeFloid nicht kinderlieb. So, take this, LeFloid. Your turn. Ich habe nichts damit zu tun, er ist schuld. Ich fordere ein Video, wo du mit Kindern spielst und Spaß hast. Wenn du Probleme mit Franz hast, wende dich an Karl und Tim. Die haben damit Erfahrung. So. Nee, ich habe Probleme mit denen.
Nee, aber Flo war ganz cool. Ja, Flo ist immer voll cool. Ja, ist er auch. Das ist immer super angenehm. Ja. Okay, jetzt, also letzten Endes... Aber er mag keine Kinder. Wer weiß. Das Krasse ist, ich muss ihm halt jetzt einfach schon Vampiraugen geben, weil es sonst einfach nicht Liv Lloyd ist. Das ist zu viel. Aber das ist richtig so. Hm. Ich muss halt jetzt schon mal so ein paar Merkmale setzen, wie ihm gleich auch die richtigen Haare geben und all das, damit wir... Ich glaube, Liv Lloyd ist richtig, richtig unzufrieden mit seinen Haaren. Echt? Hm. Sonst hätte er ja nicht immer die Caps auf. Ja, aber es sind so wie meine Haare, die liegen halt auch nie richtig. Kannst du machen, was du willst. Ich liebe Mützen tragen. Nicht jeder kann so gesegnet sein. Ja, bei dir ist das auch einfach so, weißt du, das war mal ein Undercut vor ein paar Tagen noch. Au. Bin kein Kätzchen, muss mir nicht den Nacken zusammenkneifen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Das funktioniert aber sehr gut. Nee, das ist... Weil das ist einfach jetzt schon wieder ein ganzer Mensch, halt den dir gewachsen. Das war so kurz. Du kannst keine normale Frisur haben. Das ich geht weiß. Halt einfach nicht. Ich mag's nicht. Das ist halt. Das Problem ist aber zwischen einer nicht normalen Frisur wie jetzt und langen Haaren, weil die wachsen ja ohnehin wie sonst was, liegen 100 Jahre. Ab einem gewissen Punkt wachsen die nicht mehr. Ja, aber wenn du mal stellst, dass du wie sie... Wie Kinder, die Liv Lloyd nicht mag. Wenn du sie im Nacken zusammenbinden kannst, bist du sie halt für immer los, wenn du einmal durchhältst. Nein. Wenn nein! Wieso soll ich... Wenn ihr 20 lange Haare wachsen nein. lassen sollte, einfach weil ihr sehen wollt, wie das aussieht, nein. so wie ich, dann findet ihr jetzt dann hier eher, irgendwo eine Umfrage. Eher kämme ich mir die Rückenhaare nach oben, als dass ich mir lange Haare wachsen lasse. Es würde fast genauso aussehen. Definitiv. Nein. Stimmt mit nein, ansonsten seid ihr auch kinderhassende Menschen. Wir mögen alle keine Kinder, deswegen ist es kein Problem. Mann, ich will aber keine langen Haare. Und wenn das YouTube Deutschland will, dann bin ich voll out, wenn ich dann keine langen Haare habe. Richtig. Ach, die pinken Haare stimmen schon mal nicht. Ah, oh, ja, Liv Lloyd ohne Mütze werden wir sowieso nie sehen. Hier werden wir halt sowieso prinzipiell irgendwie immer die Mütze aufsetzen. Von daher ist fast egal, was wir da unten drunter finden. Oh, dann gib ihm eine Glatze. Nein. Oh, bitte. Es gucken Haare raus. Ja, aber die sind doch mit der Mütze verbunden. Nein. Hier. Also ich habe keine coolere da, Mütze. Nee, warte, als zurück. Das. Zurück. Was dann? Ja. Dem Faultier. Das Faultier ist ja so cute. Leck mich am Arsch. Ja gut, das kann, würde er wahrscheinlich auch noch tragen. Das ja, kann ich mir sehr vorstellen. Wahrscheinlich. Jetzt erstmal hier mit bitte erstmal normale Ohren. Es ist halt krass, diese Mützen bei Sims tragen halt mega auf und das ist halt... Weil insane. Die Mützen nicht richtig sitzen. Ja, die sitzen halt so, wie wenn du mir eine Mütze aufsetzt. Ja, das ist wenn ein du Helm. Mir, wenn du mir so eine Mütze aufsetzt, sieht halt genauso bescheuert aus. Oh. Warum habe ich das gesagt? Schnell, schließ zu, dafür müsste ich aufstehen. Naja, Gesicht. Ich versuche einfach gerade schon mal die Gesichtsform zu kriegen. Wenn ich dann mal, da ist das Gesicht. Das Gesicht weiter nach oben reinbringe, bringt mir das auch nichts. Fred hat ein langes, schmales Gesicht. Die Augen sind ein bisschen weiter auseinander. Zum Glück hatte ich meine Mütze dabei. Oh. Nein, halt. Es sieht halt bei mir, wenn ich Mützen aufsetze, sieht es halt genauso aus. Geil, yo, fett am Start, Honeyball und Fresh Friends parat. Wir bauen heute also, Detroit. Ich meine ganz ehrlich. Ich wollte gerade richtig fett rappen. Das tut mir leid, aber ganz ehrlich, guck dir das an. Das sieht halt einfach noch schlimmer aus als da. Das stimmt, es sieht aus, als hättest du noch einen halben Kopf oben drauf. Ja, ich kann keine Mützen tragen. Also so ging dann immer. Weißt du so? Dann sehe ich halt aus wie so ein Straßenghetto-Kind. Das stimmt. Ja, ne? Aber auch Straßenghetto-Kinder sind cool. Auch wenn euch Liv Lloyd nicht mag. Aber das liegt nicht am Ghetto. Das liegt einfach nur daran, dass ihr Kinder seid. Ich bin halt wirklich ein Ghetto-Kind, weil ich bin im Ghetto groß geworden, von daher. Ich auch. Yo, voll yo. Auf dem Ghetto-Dorf. Wir hatten mehr Drogenprobleme und Kinderfänger, vor denen wir Angst hatten und haben mussten. Die gab es halt nicht. Als bei euch in O-City. Also Offenbach war echt ein brutales Pflaster, Kinder. Also wirklich. Was denn?
Ach, da war noch ein Schamhaar von mir. Sie ist viel zu klein. Ja. Sieht bei dir genauso bescheuert. Hallo. Es ist ja auch viel zu klein. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir schweifen schon wieder mega ab. Wir müssen LeFloid bauen. Oh, das sieht komisch aus. Das sieht aus wie das Faultier da oben dran. Aber das ist seine Augenform in einem gewissen Maß. Sind so Augenhöhlen? Das kommt hin. Jetzt müssen wir die nur noch in Feinarbeit detaillieren. Die müssen ein bisschen breiter sein, finde ich, wenn das geht. Man kann sie halt so länglicher ziehen. Und dann ein bisschen weiter nach oben in der Mitte, würde ich behaupten. Also es ist so, dass... Gott, ich kann da fast nicht näher... Lol. Darf ich bitte wieder rein, Dumdo? Also es ist so... Das... Kann ich das auch da so ziehen? Dass quasi so ein bisschen die Augen so geformt sind. Weißt du, das da stimmt. Unten so getragen und dann... Ja, das ist nicht mehr übel. Die Augenbrauen sind nicht richtig. Die gehen hier so länger drumrum. Ich mache mir gerade nur die Nase weg. Ja. Solche Augenbrauen sind es und die sind definitiv tiefer. Aber die Augen sind noch zu groß. Also die Pupillen. Entschuldigung. Also die Augen würde ich von der Größe sogar so lassen. Ja, er hat halt auch so wie ich so diese erschreckt guckenden Augen. Okay. Ist halt so. Mir stehen die Mützen voll. Weil ich nämlich eine coole Socke bin aus dem Dorfghetto. Da haben wir alle solche Mützen getragen. Und eigentlich hatten wir auch noch Mützen auf den Mützen. Ach, warte. Okay, die Nase könnte super schwierig werden. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall mal eins von der Seite. Oh, da ist eins von der Seite. Naja, so fast. Das hat jeder merken. Hier, guck. Ich gehe heute skaten, Mom. Bleib heute bis 7 weg. Du kannst gar nichts dagegen tun und ich höre ganz laut Musik. Ha! Also LeFloid hat eine, in Anführungsstrichen, recht gerade Nase. Die sind ganz leichten Höcker und die sind nicht... Das nenne ich eine perfekte Nase. Er hat eine perfekte Nase. LeFloid hat eine perfekte Nase. So, er hat sehr wenig Mund. Ja, oben. Unten geht... Oben ja, sehr wenig. Also das Typische, wenn tatsächlich ist es so, dass das... Ich versuche das immer nachzumachen. Das ist tatsächlich, wenn man eigentlich hier oben das nur so ein bisschen anheben würde. Die Lippe ist da, aber die ist im Mund. Ja. Das ist so der Klassiker. Muss man halt nur seine Mundform erwischen. Da war sie auf jeden Fall so. Super flach. Die Lippen von sich aus sind super flach. So wie das hier. Und dann sehr schmal und das hier unten ein bisschen mehr, aber ansonsten, ja, kommt hin. Na, oh. Aber der hat nicht die Mundwinkel nach oben. Ja, nee, das ist so... LeFloid, lass mal die Mundwinkel nicht so hängen, das ist doch traurig. Das geht nicht. Das geht. Hä? Ja, die gehen bei der Mundart, gingen die nicht. So könnte man das machen, aber dann kann man die nicht so klein machen wie... Ach, Mano-Spiel. Ich würde so gern diesem Spiel sagen, pack die Lippen auf die Stirn. Es gibt auch dafür Custom-Content. Oioioi, mein Herz, es springt. Weil ich hatte ja so viel Spaß bei Spore. Und da waren die Gott. Lippen zwischen den Beinen und das war so witzig. Also er hat hier unten ein bisschen mehr Wange eigentlich. Ich glaube, ich habe mich gerade um 20 Jahre verjüngt. Allein mit der Kappe und wie ich sie trage. Na, eigentlich siehst du mehr aus wie so ein Vater, der versucht, hip zu sein. Habe ich auch gesagt. Ich bin um 20 Jahre verjüngt. Weil genau so würde ein Vater an die Sache rangehen. Ja, gut. Das ist dann schön für dich. Ich versuche mal gerade LeFloids Kinnform zu treffen. Wenn Franz seiner verlorenen, nie geliebten Jugend nachtrauert. Was? Oh. Das ist traurig. Das ist halt. Naja. Okay, das kommt
kommt ein bisschen der hin. Der hat aber einen runderen Kiefer. Ja, das ist super schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das... Hier ist es sehr schmal. Und die Nase hier zum Teil auch. Oh, das ist... Der Floyd ist echt schwierig zu bauen. Also vielleicht hätten wir seine Eltern einladen sollen. Oh, dann wäre das Video wahrscheinlich nicht jugendfrei geworden. Oh Mann. Also es sind... Er hat halt eigentlich, wenn man es genau betrachtet, hier unten diesen Kieferbogen, den wir hier sehen, den hat er halt nicht. Das ist so wie bei mir, weißt du, der hat halt nicht so hier so einen Absatz, sondern hat der Kiefer so, so ein bisschen, macht halt mehr so hier so einen Bogen. Und du siehst was? Nein. Ja. Was siehst du ja bei mir hier von der Seite? Was ist für ein Adamsapfel? Ein bisschen, ja. Was kann ich denn dafür? Zeig nochmal hier LeFloid, die Boy, die. Naja, ne, es ist halt bei ihm so, dass der Halsansatz ist halt nicht so kantig wie das hier. Es ist nicht so ein 90-Grad-Winkel. Das stimmt. Kannst du das nicht ändern? Ich befürchte, das könnte schwierig werden. Ach, Sims. Sims enttäuscht mich immer wieder. Also, wenn das hier so ist. Ich will dieses Ding jetzt anklicken, du Scheiß-Kackspiel! Wo ist es denn da? Wenn ich das jetzt hier so ganz weit hochsetze, dann kommt das halt dahin. Dann müssen wir jetzt die gesamte Gesichtsform ein bisschen nach oben schieben. Ich bitte drum. Holy fuck. Aber sieht ihm deswegen auch teilweise wieder jetzt ähnlicher. Ich kann mich damit anfreunden, aber er hat länglichere Ohren. Ja, ich glaube nicht, dass ich die ändern kann. Ich kann sie nur größer oder kleiner machen. Sims, was kannst du eigentlich? Dinge größer oder kleiner machen. Er hat halt sehr kleine Ohren, eigentlich kleine Ohren, aber... Ja, so kleine, dünne Ohren. Ja. So, das... Die Nase ist zu groß. Also zu lang. Oder? Ich muss gerade auch nochmal von vorne gucken. Nee, never mind. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ne, das hat schon... Das hat schon Ähnlichkeit. Hat der da ein scheiß Faultier auf der Mütze? Es sieht so ähnlich aus. Leck mich doch am Arsch. Wenn das ein Faultier ist, dann leck ich mir die Hand ab. Und dann aber wir sehen es wahrscheinlich nicht. Vor. Doch, warte mal. Geh mal zurück zu dem Foto. Wo, also hier in der Übersicht das Foto. Nee, da ist ja der Vogel drauf. Nee, warte, geh mal weiter hoch. Wir haben es ja von der... Da ist das. Klick mal drauf. Und dann müssen wir gucken, ähnliche davon. Nee, und dann Seite besuchen. Vielleicht ist das ja YouTube. Das ist nicht YouTube. Das ist Bravo. Fucking Bravo? Ja. Da haben sie einfach, aber da haben sie, das ist ein Screenshot, das ist so in irgendeinem Video, aber das werde ich jetzt nicht suchen. Sucht ihr bitte mal ein Video, bei dem LeFloid eine schwarze Kappe aufhat, mit rotem Unterschirm und einer weißen Figur drauf. Und schreibt einfach in die Kommentare. Weißt du, was mich jetzt interessiert, wie andere Leute LeFloid erstellt haben. Gibt's den? Naja, das ist Sims, da findest du so viele Gronks und sonst irgendwas, dass dann LeFloid easy zu finden ist. Ich würde ein ganzes Haus voller Gronks machen. Hallöchen! 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 Guck dir das an hier. Da sind ganz viele LeFloids. Und ich sehe nicht einen, der ihm ähnlich sieht. Da ist er mit der Kappe. Aber es sieht halt nicht aus wie LeFloid. Das stimmt. Wow, das sieht überhaupt nichts aus wie LeFloid von der Ähnlichkeit her. Das war sad. Manchmal sind die Leute sehr, sehr gut da drin. Vor allen Dingen, das ist halt... Wie soll das LeFloid sein? Als ob der hier so ein... Echt mal Lucy Lou 1, 2, 3, 4, 2, 1. Sag mal. Good Name Calling. Okay, das ist. Okay, dann stand halt da. Boah, ist das da links LeFloid? Also da ganz rechts? In dem blauen manchmal, Oberteil? Manchmal machen das. Guck mal. Guck dir das mal an. Manchmal machen die das tatsächlich auch, weil irgendein Hashtag trendet und danach stellen Amerikaner unter dem Hashtag halt einfach Sims, die damit gar nichts zu tun haben. Das ist vor allen Dingen Female Freud. LeFloid in weiblich. Ich glaube, das haben die Leute mal für ungespielt erstellt. Ja, ist voll enttäuschend. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt hier so ein... Ja, okay, ist Gronk sehr weit entfernt. Sarazar, es tut mir sehr leid, was die Leute mit dir machen. Okay, das ist... Nee, nix. Also, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir machen das hier wirklich richtig gut.
Ich finde, das sieht schon echt auch sehr ähnlich jetzt aus. Ist das eigentlich Merch von dir? Ja. Den man noch kaufen kann? Nein. Kauf den Merch! Ach, du hast Nein gesagt. Es gibt aber ja die Möglichkeit, dass ich meinen Online-Shop aufmachen kann, wenn man meine Webseite honeyball.rocks besucht. Das ist voll der cute Merch! Dazu gab es auch so Turnbeutel. Ja, ich weiß, die haben mir aber nicht gepasst, die Turnbeutel. Oh. Die waren mir zu klein. Da hätte wahrscheinlich nur ein Schuh reingepasst, wa? Hm. Ja, bei den Kindersärgen, die ich durch die Gegend schleppe, das ist ja wirklich so. Nein, du machst ihn nicht den riesengroßen Mustache. Aber der Mustache! Und ich muss sagen... Seine Vampirform braucht aber einen Mustache, weil er immer mit diesem Mustache-Foto und sonst was, das war eine Zeit lang sein Avatar. Das okay. Wird super. Ich muss halt sagen, ich habe ein Déjà-vu. Warum? Eigentlich müssen wir ihm auch diese Brille verpassen. Ja, das stimmt. Aber habe ich, genau, glaube ich, die Brille. Die passende dafür. Das ist auch nicht groß genug. Das ist eine riesengroße, dicke Brille. Das da. Ja, gut, von mir aus. Ne? Weil die trägt er halt doch auch recht oft. Eher weniger jetzt so hier, aber da manchmal in den Vlogs. Ich würde es jetzt nicht bei dem Outfit dann machen, das kann er dann, ne? Im Bett tragen. Genau. Genau. Okay, Outfit-Zeit! Warte, ich guck gerade noch, ob wir hier andere Details haben, die noch cool sind. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Nee, warte, ich hatte doch noch mehr Augenringe. Nee. Das ist die Trinkernase, die hat er nicht. So. Da gibt es dann noch mehr Variationen von Schatten unter den Augen. Das ist es ja halt fast, nur nicht in der Farbe. Ja, lass das, ist okay. Das ist gut, ne? Das gibt dem Ganzen mehr Tiefe. Jo. Und ich würde fast davon... Ja, nein, nein, hör auf dich. Nucky Floyd, lass das. Ich würde den Kopf ein bisschen schmaler machen. Ja. Ja, das sieht ihm wesentlich ähnlicher damit. Sieht mit der Mütze mega behindert aus, aber... Das stimmt. Ein bisschen weniger. Aber das tut mir so leid mit der Mütze, ey. Ist halt wirklich nicht schön. Wir können ja höchstens... Also so nach hinten trägt er die auch manchmal. So ist es nicht. Sieht halt wenigstens nicht ganz so gestört aus. Geht so. Ich wäre ja für den Hut oben links. Ah, ich bin der Floyd. Nachher kommen meine Bitches. Das soll halt ein Tuch sein. Ich finde halt nicht, dass es aussieht wie ein Tuch, sondern wie so ein Sturzhelm. Ja, das stimmt. Da ist ja das ja schon eleganter. Tut mir leid, aber Floyd, du kriegst jetzt hier diese Mütze, weil das ist nicht schön. Es ist alles anderes einfach. Was machst du da? Warum hast du die hässliche Mütze ausgesucht? Vor allen Dingen, guck mal, es gibt hier halt auch kein cooles Muster. Ich meine, okay, das geht gerade noch so. Also geht's halt höchstens einfarbig oder ein Schwarz. Nee, er hat ja nicht nur einfarbige Sachen. Er hat nie einfarbige. Das ist halt so ein Ding da. Weil das sieht... Oh Gott, das tut mir leid, aber es sieht halt einfach... Die Mütze sieht halt wirklich stark kernbehindert aus. Behindernd. Kernbehindernd aus. Genau, so super. Ja, dann nehme ich das jetzt hier, das ist wenigstens ein einigermaßen Muster. Ah, ich bin LeFloid, ich bin 12. Das sagt die Mütze aus. Und ich werde nie in meinem Leben Sex haben. Das sagt genau diese Mütze aus. Wir können aber auch nicht alle immer diese... Warum tragen Männer immer nur diese Hoodies denn? Alle tragen sie immer diese Hoodies, du kriegst ein T-Shirt. Ja. Die Frage, irgendwas mit vorn drauf. Genau, perfekt, reicht doch schon. Ja, würde ich auch sagen. Achso, aber du könntest natürlich irgendwie ein grünes irgendwas mit reinbringen. Oder du gibst ihm eine grüne Hose, damit alle ihn hassen. Lol. Das ist klar. Hier haben wir jetzt wenigstens normale Jeans, irgendwas Normales da. Das sind doch normale Jeans. Denkt man das als Kerl? Ich glaube, so normale Jeans da. Normale Blue Jeans. Körperbau finde ich auch gut, aber ich glaube, er ist weniger muskulös. Nee, der treibt Sport. Ich der wirkt auch. Nur. Er ist weniger. Ich finde, er wirkt nur so flachsig manchmal, aber der hat echt Muskeln, wenn du das mal so anguckst.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt hier mal welche gibt, wo das ein bisschen weiter weg ist. Ja, das Nackte da zum Beispiel, das könntest du nehmen. Oh doch, da bei Merkel. Ganz unten? Ja, wenn du das mal anguckst, ja. Der hat schon ordentlich Muskeln. Hat schon also. Da. Ich hab ein Hemd an, entschuldige bitte, dass man im Hemd nicht ganz genau sieht, wie geil der Oberarm ist. Dass ich mich in dieses Hemd überhaupt reinbegeben habe. Und hier reinpasse. Guck, ich kann meinen Arm, den kann ich hier kaum zwischenfassen. So, ich finde das richtig. Oh, guck mal, da steht auch sogar hinten was drauf. Das ist cool. Der ist ja gerade in Japan. Von daher, das steht. Nee, nicht mehr. Nicht mehr schon? Nee, ist schon wieder zurückgeflogen, ja, heute. Und ganz traurig. Das heißt gestern. Also. Oder wahrscheinlich vorgestern. Wann auch immer ihr das Video seht, irgendwie dann. Le Floyd ist wieder zurück im Land. Und unser Bundeskanzler ist Helmut Kohl. So. Ach du Schreck. Nee, so ist er nicht. Es gab mach mal Webvideopreis Le Floyd. Ja, wollte gerade sagen, er hatte das doch mal. Es gibt doch genügend Bilder. Webvideopreis. Genau, er hat so ein ganz. Da rechts das dritte. Ja, hier den Anzug mit dem T-Shirt drunter. Ich weiß nicht, ob es hier Anzüge mit T-Shirts drunter gibt. Das ist ja so das, was man eigentlich auch. Ich finde es teilweise eleganter. Jackettjacke mit T-Shirt zu tragen, als mit Hemd und Krawatte. Aber es ist so mein personal Ding. Lass euch das nicht einreden. Das ist so modern Shit, was einfach respektlos ist. Guck dich an und sei still. Zieht bitte keine Jackets und T-Shirts zusammen an, wenn ihr auf einer öffentlichen, wichtigen Veranstaltung seid. Versucht nachzuduschen. Ich weiß nicht, ich finde das nicht schlimm. Wenn sich Leute wohlfühlen und gut angezogen aussehen, ist alles in Ordnung. Das sieht doch cool aus. Ja, aber damit nimmt man keinen Preis entgegen. Also ja doch, der eigentlich der schon. Der Fett-Videopreis, ja, lol, what the fuck. Ja, ganz ehrlich, da kannst du dir auch an einen Kaugummi-Automaten einen Kaugummi holen. Das hat den ähnlichen Stellenwert. Nur, dass das Kaugummi halt nicht irgendwo rumsteht und Staub fängt. So, Sport. Euer Zug, Webvideopreis. Statement, Ansage, Kritik an Webvideopreise. Weiß ich nicht, ist ja so der. Wir können ja in den Titel packen: Le Floyd. Statement, Webvideopreis. Das ist halt nicht oder Le Floyd und Webvideopreis-Statement. Oh Mann, das wäre halt nicht mal Clickbait. Das ist so traurig, was man auf YouTube alles machen kann. Nee, das ist Clickbait. Aber es ist nicht. Es ist auch ein irreführender Titel, aber es ist genau das, was im Video steht. Schrecklich. Oh ja, richtig gut. Warte, das Oberteil muss noch kuscheliger werden. Ich werde das Video teilen mit Statement at Le Floyd. Webvideopreis. Das ist halt irgendwie ein bisschen glitchy, aber voll cute. Ich finde das auch ein. Ich muss sagen, das hier gefällt mir wahrscheinlich an einer Frau ziemlich gut. Also ich stehe so tierisch drauf, wenn man zum Beispiel meine Hoodies trägt und dann ist man drin verloren und schlabbert so ein bisschen rum. Will kuscheln und Wein und Eis. Problem ist letzten Endes, dass du diese Hoodies halt nie wieder kriegst. Das ist schlecht. Oh, weil es auch mal sein muss. Wie gut. Vor allem, das sieht so nicht schön aus untenrum. That's what she said about him. Nein, aber warum machst du das weg? Weil ich das nicht so lasse. Das würde Le Floyd nie tragen. Hier so. Das ist ein Vampir, Le Floyd. Der würde natürlich auch mal so einen geilen Sonnenhut tragen. Meine Mutter will einen Sonnenhut tragen, so. Frag ich. Mama, willst du einen Sonnenhut tragen? Schreibe ich direkt über WhatsApp. So. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen weniger Rippen, bitte. So. Ah. Ja. Finde ich gut. Oh, müssen wir wirklich gelbe Schnürsenkel zu einer grünen Scheißmütze haben? Können wir die? Boah, als ob du dich darum kümmern würdest, wie deine Klamotten zueinander passen.
Das ist das erste Mal in Jahren. Willst du mich veralbern? Ich trage schwarze Schuhe. Hast du meine Jacke angesehen? Welche Farbe hat die schwarz? Er hat sich eine neue Jacke gekauft. Die sich so 19-Jährige kaufen, die Adidas-Hosen tragen. Und das sieht halt einfach auch wieder so aus wie Papa, der versucht, cool auszusehen. Mit der Mütze dazu. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, ja. Super schön. Jetzt machen wir die Vampirform. Ja, es kommt die Vampirform dran. Das ist richtig gut. Dann müssen wir ihn noch bleicher machen, richtig? Und dann auch den böse guckenden LeFloid. Und das darf noch krasser werden. Davon bitte nichts. Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, das sieht mega seltsam aus. Und die Zähne müssen Klassiker-Vampir sein, alles klar. Ja. Die Mütze kommt weg. Das sieht wirklich ziemlich krass nach LeFloid aus, finde ich. Ist halt einfach, weil die Augen noch so stärker betont sind. Man achtet als Mensch ja immer auf so Einzeldetails ganz stark und bei ihm sind es halt dann doch manchmal die Schatten unter den Augen. Dass ich hier morgens auch gucke. Ich weiß nicht, ob wir ihm da dann die Nerdbrille geben sollen. Weiß ich nicht. Das macht ihn dann nicht so zum... Das muss schon vampirisch sein. Das ist jetzt die Frage... Was für Klamotten trägt Vampir LeFloid? Leder. Du bist hier? Nee, ich glaube... Wobei, es gibt glaube ich, so ein Ganzkörperteil, das ein bisschen Dr. Freud-mäßig was wäre. Ich glaube, Vampir LeFloid trägt eher ein Hotdog-Outfit. Ich finde das hier halt cool, weil das hat ein bisschen was von Dr. Freud. Das sieht aber wahnsinnig dick aus. Das trägt auf, die Klamotten. Die tragen auf, ja. Das stimmt. Aber ich finde, das hat so seinen Personal Trash Factor. Ich habe leider keinen Monokel. Dieses Spiel enttäuscht mich von Mal zu Mal mehr. Was haben wir sonst noch für vorgefertigte Looks hier? Ist das wieder vampirisch? Noch sonst irgendwas? Als Koch, klar, als Kellner. Ja. Nicht schlecht, ich trage in meiner Gürteltasche Bücher, die ich niemals brauche. Schön. Ich weiß nicht. Ein Vampir LeFloid. Ich glaube, Vampir LeFloid ist ein richtiger Rocker. Aber wir haben schon so ein Metal-Session. Stimmt, Metal-Session haben wir schon. Also, warte mal, ich muss halt noch mal gucken, was er dann genau da trägt. Ja, er trägt halt auch die Lederjacke und all den ganzen Kram. Ne? Das kann er ja nicht machen, dann klaut er ja im Endeffekt... Dann sind wir so ein Metal-Vampir-Band oder was? Ja. Hier so als Darth Vader geht halt auch immer voll klar. Oder als Darth Maul. Ist schwierig, als Vampir-Pirat. Arr. Die stechen, glaube ich, auch ins Rote Meer. Alles klar. Gut. Ey, lass uns das überspringen. Wenn wir es gruselig machen wollen, können wir es... Ah, hier, das ist gut. Das ist gut. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und drunter trägt er halt einfach mal so Westernstiefel. Das ist halt einfach so. Das ist halt so ein LeFloid-Style. Okay, jetzt brauchen wir dann ein Abendoutfit. Als Vampir im Abendoutfit, das da perfektes Vampir-Outfit. Mhm. Doch, ja, das stimmt. Sport kann ruhig gleich bleiben. Schlafklamotten als Vampir, mega furchteinflößend, so richtig gruselig. Und die Ausgehklamotten müssten auch noch ein bisschen hier so Vampir-stylisch sein, ja. Die Schuhe sind schon nicht schlecht, aber es geht noch besser. Ich weiß nicht, die Hosen sind alle ein bisschen kurz, oder? Habe ich auch das Gefühl. Also wenn ich jetzt hier so Halbschuhe nehme... Das sieht halt nach 90ern aus. Ja, deswegen lieber solche hier. Das ist halt dann die Vampirform. Die muss ja ein bisschen trashy sein. Ne? Meine Mutter hat noch nicht geantwortet. Hast du es dann wenigstens gelesen? Nee. Schlimm. Gut. Ah, guck mir einen Löffel. Ich finde, das passt. Okay. Ich finde auch von der Stimme super. Jetzt muss er einen Gang kriegen. Ja, ich hab ihm jetzt erstmal den hier dann gegeben. Okay. Weil ich mir vorstellen, LeFloid läuft so. Ja. Und als Vampir... Hast halt automatisch den Vampirgang, also von daher ist es völlig irrelevant und. Ich finde das cool. Ich finde, das passt richtig gut. Ab geht's. Auf geht's.
Und wir sind schon wieder super lange beim Aufnehmen dabei. Ist jetzt wieder eine super lange Sonderfolge, aber es kam ja auch 2 Tage keine. Also von daher. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Seit 40 Minuten. Das sind 2 Folgen, oder? Eigentlich schon, aber es ist doof, einen Cast zu cutten. Die Leute sollen das am Stück gucken. Heißt, wir müssen jetzt nochmal 1 Stunde aufnehmen. Das kommt davon, wenn er so viel quatscht. Ich wäre ja straight schon fertig 3-mal. Ich wäre straight out of Spandau. Tja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und Community High Five in 5, 4. She will come.